Du willst wissen, wie du den Pfadfinder in Ghost Recon Breakpoint levelst? Dann bist du hier genau richtig. Um mit dem Pfadfinder von Level 1 auf Level 2 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Handfeuerwaffe oder generell mit einer Feuerwaffe töten und ein taktisches Depot finden. Beides super easy, hier Biwak am Harrisforst gestartet. Da gibt es immer genügend Gegner, nämlich mindestens 2 Patrouillen. Haben wir hier schon eine 5er? Perfekt. Ich zeige auch gleich noch meine Ausrüstung, wenn dich das interessiert. Bin mal gespannt. Das hier ist nämlich die G28, mit der bin ich nicht so sehr bewandert, aber ich bin gespannt. Hat er sich gerade eben unter meinem Schuss geduckt? Schweinerei. So, das taktische Depot finden wir auch ganz einfach, indem wir mit V auf dem PC die Pfadfinder-Nachtsicht aktivieren und da sehen wir hier diese Böppel auf dem Bildschirm und das sind die taktischen Depots. Das hier hinten scheint am nächsten zu sein. Gehen wir mal dahin und dann hören wir es dann wahrscheinlich auch schon piepsen. Hören wir es schon? Noch nicht. Vielleicht höre ich auch gar nichts. Normalerweise hört man die piepsen. Haben keine Lust zu piepsen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt HUD und so Entdeckungstöne komplett ausgeschaltet habe. Okay, können wir einmal einsammeln. Sind immer ein paar Sachen drin. Ablenkprotokoll. Und Gedöns. Wunderbar. Pfadfinder Level 2. So einfach kann es gehen. Da zeige ich dir gerade noch schnell meine Ausrüstung, wenn dich das interessiert. Und zwar nutze ich ein G28 Wilderness. Mit Standardmagazin, Schalldämpfer, Maul-DA-Laser. Wenn du wissen willst, wo der Maul-DA-Laser ist, da habe ich auch ein Video auf dem Kanal. Die Digital-Zieloptik und ein leichter vertikaler Handgriff. Als Handfeuerwaffe nutze ich die M9 mit Standardmagazin, Schalldämpfer und Adpial-X3-Laser. Zudem habe ich, glaube ich, auch ein Video auf dem Kanal. Ich habe so viele Tutorials auf dem Kanal einfach. So, und was das Aussehen angeht, hier ist ja eigentlich komplett wurscht, außer vielleicht die Gesichtsbemalung, das ist die Tarnfingerfarbe A. Ansonsten, Hände sind die Handschuhe, Angriffshandschuhe Oakley SI in, mit britischer DPM-Tarnung, wie auch der ganze Rest. Die Hose ist eine Giddy-Hose Ghost, nennt die sich, in auch britisches DPM. Schuhe sind Ranger-Stiefel ohne besondere Farbe. Und ja, Oberteil ist alles passend. Oberteil Arcturus Ghost. Auch britisches DPM. DPM brauche ich nicht mehr extra reinzugehen. Und die Maske auch Kapuze Arcturus Ghost in britischem DPM. Der Rest ist eigentlich komplett wurscht. Denn, ja, sieht man eh nicht. Und das Messer, falls es dich interessiert, ist das starre Bowie-Messer Wolves. Frag mich aber nicht, woher man das ganze Zeug kriegt oder bekommen hat. Ich weiß es nicht mehr. Okay, das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.